viel auf meiner Pro-Liste, ein bisschen was auf meiner Kontraliste, aber nichtsdestotrotz gutes Ding. Hallo und herzlich willkommen hier auf Nerd7 Tech. Ich bin Kai und ich habe euch endlich mal wieder einen Monitor hergebracht. Das ist leider schon sehr lange her, das letzte Mal, aber heute wird's spannend, denn das KTC-Modell mit 27 Zoll hat eine interessante Auflösung, interessante Bildwiederholfrequenz. Was er genau kann, das schauen wir uns jetzt an. Bevor wir richtig ins Detail gehen, einmal zu den Highlights. Also 27 Zoll Bilddiagonale habe ich genannt, Auflösung 4K und dann eine Bildwiederholfrequenz von 160 Hertz. Das ist schon immens. Ihr braucht natürlich die entsprechende Hardware, um das Ganze befeuern zu können. Wir haben Adaptive Sync-Kompatibilität, das heißt G-Sync-kompatibel, AMD FreeSync. Wir haben ein paar interessante Features, die man noch aktivieren kann, dazu kommen wir noch, und einen heißen Preis, denn das Ganze gibt es halt zum Preis aktuell von 379 Euro. Da gibt es tatsächlich eigentlich nicht wirklich Konkurrenz mit den technischen Daten. Höchstens von AOC gibt es noch ein Modell, was exakt ähnlich viel kostet und scheinbar auch auf selbes Panel setzt, denn die technischen Daten und auch Anschlüsse sind nahezu identisch. Nur beim KTC-Modell sind auf dem Papier die Farbraumabdeckungen noch etwas höher, was das Ganze interessant macht. Aber ich würde sagen, bevor wir richtig ins Detail gehen, kommen wir erstmal zum Äußeren. Da muss man sagen, auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite negativ. KTC hat den Monitor relativ schlicht gehalten. Wir haben wertige Materialanmutungen, schmale Displayränder, guten Kunststoff, der verbaut wurde, einen sehr guten Standfuß. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass der den nicht vernünftig getragen bekommt. Und man verzichtet auf, obwohl wir einen guten oder einen sehr guten Gaming-Monitor haben, verzichtet man auf RGB-Beleuchtung. Das heißt also, klar, die Optik hinten ist so ein bisschen mit diesen ausgestanzten, nenne ich es jetzt mal, Bauformen schon ein bisschen interessant und ein kleiner Hingucker. Aber man verzichtet halt komplett auf RGB-Kümmes. Auf der einen Seite, für die Leute, die da keinen Bock drauf haben, ist es natürlich top. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch dem Preis geschuldet und man spart da natürlich wieder ein paar Euro. Deswegen kann man gut oder schlecht sehen. Seitens der Anschlüsse haben wir eigentlich alles da, was, sage ich mal, ein moderner Monitor oder Gaming-Monitor haben sollte. Wir haben zweimal DisplayPort 1.4, die auch die 4K 160 Hz maximal unterstützen. Wir haben zweimal HDMI 2.1, die in der Theorie auch die 4K 160 Hz unterstützen, sofern es eure Grafikkarte mitmacht. Und wir haben noch einen USB-A-Anschluss, der aber wirklich laut KTC nur für Firmware-Updates gedacht ist. Ob da überhaupt mal irgendwann irgendwo was kommt, keine Ahnung. Also letztlich ist es so, schön, dass es den gibt. Und ansonsten haben wir noch einen 3,5 mm Kopfhörerausgang. Das heißt also, wer seine Kopfhörer oder irgendwelche Lautsprecher oder einen Soundbar anklemmen möchte, der hätte auch die Möglichkeit. Ansonsten gibt es noch den Stromanschluss und das war's. Bezüglich der Ergonomie lässt eigentlich der KTC-Monitor kaum Wünsche offen. Wir haben eine Höhenverstellbarkeit von insgesamt 13 cm. Es gibt eine VESA-Aufnahme hinten, wo jetzt natürlich der Monitorständer drauf ist. Das ist eine 100x100 mm VESA-Aufnahme. Das heißt also, wer einen Monitorarm benutzen möchte, hat hier die Möglichkeit. Ansonsten können wir das ganze Gerät neigen von minus 5 bis 20 Grad. Wir haben eine Pivot-Funktion um 90 Grad und das Ganze ist schwenkbar um 45 Grad. Wenn der Standfuß erstmal in der richtigen Position ist, hat man da auch noch die Flexibilität trotzdem dabei. Die Bedienung ist, ich sag's gleich vorweg, relativ fummelig. Wir haben den 5-Wege-Taster, nenne ich ihn jetzt mal, hier unten rechts auf der Rückseite des Monitors untergebracht und wir haben natürlich keinerlei Hinweise darauf, wie wir das Ganze nutzen können. Wir müssen den uns ertasten mit der Hand, können dann auf Schnellwahlfunktionen mit links, rechts, oben, unten zugreifen oder mit dem Tastendruck dann ins Menü einsteigen. Ist auch relativ fummelig, weil man halt auch keine irgendwie Bestätigen-Taste oder Zurück-Taste hat, sondern es wird alles über den 4-Wege-Stick gemacht. Im Endeffekt ist immer nach rechts sozusagen entweder ins Menü reingehen oder in den nächsten Punkt reingehen oder am Ende dann bestätigen und nach links ist dann immer wieder ein Schritt zurückgehen. Wenn man das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat, geht es klar, aber das geht definitiv besser. Wenn wir dann schon mal beim Menü sind, kommen wir dann direkt mal zu den Einstellmöglichkeiten. Die fallen relativ umfangreich aus. Wir haben hier im normalen Bereich natürlich Helligkeit, Kontraste, Schwarzausgleich und so weiter. Wir haben da auch die Möglichkeit zwischen User-Modus und sRGB auszuwählen. Wir haben nochmal Farbeinstellungen, wo ich auch den Gamma-Wert einstellen kann. Wir haben noch so ein paar Spielereinstellungen, hier zum Beispiel auch Adaptive Sync an, aus. Ja, warum sollte ich es auslassen? Wir haben eine Overdrive-Funktion, die in mehreren Stufen einstellbar ist. Da kommt gleich noch ein Hinweis dazu. Wir haben noch die Wahl des Inputs und wir haben noch so ein paar Systemeinstellungen, wo man unter anderem auch die Systemsprache einstellen kann. Ich würde es ehrlich gesagt wirklich auf Englisch lassen, da die deutsche Übersetzung nur so semi-gut ist. Das heißt also, ihr müsst damit ein paar Übersetzungsfehlerchen oder suboptimalen Übersetzungen leben. Lasst es lieber auf Englisch, wenn ihr damit klarkommt. Und ansonsten
ist es ein rudimentäres Menü. Zu den integrierten Gaming-Funktionen nenne ich es mal. Das könnte sicherlich für den einen oder anderen von euch interessant sein. Habe ich über einen Schnellzugriff die Möglichkeit, da direkt drei Funktionen einzuschalten. Einmal habe ich eine Zeitschaltuhr, also einen Timer, den ich auswählen kann in 15, 30, 45 Minuten. Das ist wahrscheinlich für RTS-Spieler, weiß ich, StarCraft oder Dota oder sonst was vielleicht relevant. Die können sich dann direkt auf dem Monitor jetzt zum Beispiel einen 30-Minuten-Counter einstellen, der dann wirklich komplett ohne Software direkt über die Software oder sag ich mal über den Monitor selbst dann gelöst wird. Dann habe ich die Möglichkeit, ein Fadenkreuz einblenden zu lassen, ja, für zum Beispiel Counter-Strike, die AWP-Nutzer, die dann lieber dann hier ihre Blind-No-Scope-Kills machen wollen, die haben jetzt die Möglichkeit, sich dann zum Beispiel ein Fadenkreuz entweder in Rot oder Grün einzublenden, in verschiedenen Optiken gibt es da zur Auswahl. Kann man so ein bisschen als Softsheet bezeichnen. Ihr kennt das Spiel, ist aber auch nicht der erste Monitor, der das macht. Und als dritte Option gibt es dann noch einen FPS-Counter, obwohl ich dazu sagen muss, mir kommt das eher so als Bildwiederholfrequenz-Counter, weil bei uns läuft der Monitor jetzt mit 4K 160 und das Ding ist konstant auf 160, deswegen Hertz. Also auf den FPS-Counter würde ich jetzt nicht unbedingt setzen. Ganz kurz, Bildwiederholfrequenz ist ja die Aktualisierungsrate, mit der der Monitor selbst arbeitet. Wenn er aber natürlich nicht genug Material, also praktisch Bilder pro Sekunde von eurem PC, eurem Notebook mitgeliefert bekommt, dann ist da natürlich eine Latenz und das Ganze muss angeglichen werden. Letztlich ist aber ein FPS-Counter eigentlich genau das, wie viele Bilder pro Sekunde kriege ich zugespielt und nicht, was habe ich hier standardmäßig eingestellt, Aktualisierung pro Sekunde. Das heißt also, von einem FPS-Counter gehe ich auch tatsächlich davon aus, Frames per Second, die wirklich vom Wiedergabemedium kommen. Kommen wir natürlich zum wichtigsten Punkt und das ist nun mal bei einem Gaming-Monitor natürlich auch Gaming. Wir haben das Ganze in einem Kurztest bei Counter-Strike 2 und Cluster Truck getestet. Grund dessen, dass wir hier eine begrenzte Hardware haben in unserem Notebook, haben wir das natürlich aber so hingestellt, dass wir auch bei 4K 160 Hertz dann auch annähernd die 160 FPS ausgereizt bekommen. Ich muss sagen, out of the box, mit den Standardeinstellungen macht der KTC-Monitor sehr viel richtig und auch sehr viel Spaß. Man muss natürlich mit ein paar Einschränkungen leben, aber für jemanden, der, sag ich mal, vielleicht nicht im E-Sport-Bereich tätig ist, der aber eine potente Hardware zur Verfügung hat, ist das Ding ein geiler Monitor zum Zocken. Man sollte sich dessen bewusst sein, dass man bei einer Auflösung von 4K und 160 Hertz Bildwiederholfrequenz eine sehr, sehr flotte Hardware benötigt. Wir mussten bei unserer Hardware Intel 13. Generation auch eine GeForce RTX 3080 Ti hier im Notebook drin. Natürlich nicht das Top of the Top, aber eine sehr flotte Hardware. Auch hier mussten wir in Counter-Strike 2 teilweise auf niedrige Bildqualität runtergehen, damit wir die 4K 160 ausgereizt bekommen. Wenn man dann aber einmal dabei ist, macht das wirklich Spaß und auch die Latenzen beim Zocken machen wirklich Laune. Wir können es natürlich nicht messen mit unserem Equipment, was wir hier haben. Deswegen muss ich da euch eher meinen Eindruck schildern. Vor allen Dingen, wir haben eine Overdrive-Funktion. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es ganz ehrlich auslassen. Standardmäßig wird der Monitor auch mit Overdrive off, also ausgeschaltet, ausgeliefert. Denn wenn ihr nicht die flotteste Hardware habt und da auch mal Bildschwankungen bei den FPS habt, kann die Overdrive-Funktion teilweise für spürbare Latenz sorgen. Deswegen würde ich, wer jetzt wirklich teilweise vielleicht mit weniger FPS zu kämpfen hat, lasst es einfach aus. Also ich würde es auslassen, weil ich würde es nicht riskieren wollen, dass ich da irgendwo eine Latenz habe, die ich dann schlimmstenfalls merke. Mit der ausgeschalteten Funktion macht ihr auf jeden Fall alles richtig, in meiner Meinung nach. Schlimmstenfalls, ihr habt die Möglichkeit, Standard, Advanced oder Ultra Fast auszuwählen. Lasst es maximal auf Standard, denn Advanced und Ultra Fast haben zumindest auch bei uns zu spürbaren Latenzen geführt. Und ansonsten hatte ich es ja gesagt, Adaptive Sync wird unterstützt. Das heißt, er ist G-Sync-kompatibel, was wir bei uns auch aktiviert haben. Und AMD-User können auch auf FreeSync setzen und das dann auch aktivieren. Seitens der Bildqualität wirbt man mit einer guten Farbraumabdeckung von zum Beispiel sRGB von über 130%. Adobe kommen wir schon so Richtung 100%. Das ist auf dem Papier natürlich ein schöner Wert. In der Realität kommen die Farben einem ein bisschen teilweise übersättigt vor. Was ich aber dazu sagen muss, bei einem Gaming-Monitor erwarten das die meisten sicherlich auch. Die wollen knallige Farben haben und, sage ich mal, out of the box, denke ich mal, werden auch die meisten mit dem Bild zufrieden sein. Ich bin es absolut, wenn ich wirklich im Fokus setze, dass das Ding für Gaming gedacht ist. Bild- und Videobearbeitung würde ich sagen, okay, vielleicht im Hobby-Anwenderbereich absolut möglich. Im Profi würde ich da auf andere Geräte setzen oder halt versuchen, den Monitor zu kalibrieren. Da kommt dann aber auch wiederum zum Tragen, wir haben eine maximale Helligkeit von 400 Nits. Er unterstützt offiziell HDR 400, aber das ist auch absolute Einstiegsklasse. An sich würde ich den Monitor eher als ganz nochmal einen SDR-Monitor bezeichnen. HDR, ja, auf dem Papier wird es in der untersten Stufe unterstützt.
Dadurch, dass wir aber keine Dimmzonen haben, also kein Local Dimming, wo jetzt irgendwie Bereiche abgeschaltet werden könnten oder halt die maximale Helligkeit mit 400 Nits halt auch nur durchschnittlich ausfällt, würde ich davon abraten, den jetzt irgendwie als HDR-Gaming-Monitor zu bezeichnen. Das heißt also, klar, auf dem Papier wird das unterstützt, aber ich würde es dabei belassen, mehr auch nicht. Kommen wir zum Fazit des KTC-Gaming-Monitors. Und da muss ich sagen, habe ich viel auf meiner Pro-Liste, ein bisschen was auf meiner Kontraliste, aber nichtsdestotrotz gutes Ding. Also, was haben wir auf der Pro-Liste? Wir haben erstmal auf der einen Seite ein tolles IPS-Panel mit einer hohen Auflösung, einer hohen Bildwiederholfrequenz und auch einer guten Ausleuchtung und auch vernünftiger Farbwiedergabe. Nicht perfekt, aber absolut in einem guten Bereich. Wir haben auf dem Papier auch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Nachdem ich den jetzt aber ausprobieren konnte, kann ich dem das auch attestieren. 379 Euro ist für die Features wirklich ein super Preis. Wir haben viele Anschlüsse, zweimal HDMI 2.1, zweimal DisplayPort 1.4. Was mir hier fehlen würde, wäre USB-C, aber das ist auch meckern auf einem hohen Niveau. Wer einen Gaming-PC zu Hause hat, der wird da, denke ich mal, glücklich werden. Wir haben eine gute Ergonomie, sofern man auf dem Standfuß setzt. Wir können alles Mögliche einstellen, können optional trotzdem noch einen Monitorarm benutzen, da wir die VESA 100-100 Aufnahme haben. Und insgesamt bin ich mit der Gaming-Performance absolut zufrieden in dem Preisbereich. Auf der Kontraliste muss ich dazu sagen, die Bedienung ist meiner Meinung nach absolut fummelig, hätte besser gelöst werden können. Klar, kann man sich dran gewöhnen, das geht aber absolut besser. Wir haben die maximale Helligkeit von sehr durchschnittlichen nur 400 Nits, das geht auch besser, aber angesichts der Preisklasse kann man damit, denke ich mal, leben, sofern man das eher als SDR und nicht als HDR-Monitor sieht, wo wir auch dazu kommen, dass meiner Meinung nach hier kein vollwertiges HDR vorliegt, aufgrund der nicht vorhandenen Dimmzonen und der eher durchschnittlichen Helligkeit. Und die Farbwiedergabe ist etwas übersättigt, aber im Gaming-Bereich gehe ich damit absolut klar. Und was auf der neutralen Seite meiner Meinung nach liegt, kein RGB. Kann man gut sehen, kann man negativ sehen, ich verstehe beide Richtungen. Und als Abschlussfazit ist es auf jeden Fall ein sehr schöner Preis-Leistungs-Monitor. Für 379 Euro werden hier sehr viele Häkchen gesetzt und wer da wirklich auf den Preis achten will, aber trotzdem eine hohe Auflösung und eine hohe Wiederholfrequenz hat und auch die entsprechende Hardware hat, um das Ganze zu befeuern, ich glaube, der kann aktuell unschwer für weniger Geld mehr bekommen. Wie gesagt, von AOC gibt es einen ähnlichen Monitor fürs gleiche Geld. Da legt man dann noch schon mal eine Schippe mehr hin oder muss auf irgendwelche Features verzichten. Wie gesagt, bedenkt aber, HDR nur auf dem Papier und die Maximalhelligkeit auch nur eher durchschnittlich. Aber ansonsten seitens der Auflösung und Bildwiederholfrequenz wird hier einiges geboten. Jetzt bin ich auf euer Fazit gespannt. Würdet ihr zu dem Schritt gehen und auf die 4K-Auflösung mit der Bildwiederholfrequenz setzen oder würdet ihr dann sagen, ah nee, in dem Preisbereich oder generell beim Gaming gehe ich dann doch eher Auflösung einen Schritt zurück und vielleicht dafür ein bisschen bei der Bildwiederholfrequenz hoch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, auf welchen Monitor ihr zu Hause nutzt. Da können wir auch mal ein bisschen einen Blick über den Tellerrand schweifen lassen. Und ich würde sagen, an der Stelle, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal. Siehst du, schaltet sich sogar der Monitor schon ab.